Erstmal die Motorhaube schön aufmachen und mal gucken, was hier oben so drin ist. So, zack. Müssen wir auf jeden Fall später einmal kurz aussaugen, hier die ganzen Blätter. Und zwar sieht es wie folgt aus: Federbein rechts, Federbein links. Das heißt, hier müssen wir jeweils alles ausbauen. Ich zeige euch das einmal kurz ein bisschen näher dran. So wie man hier sehen kann, also hier ist eine Schraube vom Federbeinstützlager und hier ist so eine Verstrebung, wo im Prinzip hier dieser Sicherungskasten, Relaiskasten vorsitzt. Das heißt, wir müssen hier 1, 2, 3, 4 mal lösen, dann können wir diese ganze Apparatur rausbauen, weil genau hier drunter ist noch eine Schraube, wie man hier von der Seite gut sehen kann. Ja, und die dritte vermute ich einfach mal liegt hinterm Windlauf. Das heißt, wir müssen hier einmal alles ausbauen. Hier natürlich vorsichtig. Wir haben hier so Klipse drunter unter der Dichtung. Aber wahrscheinlich muss die hier gar nicht raus, so wie es aussieht. Das sieht dann, nee, guck mal. Vermutlich müssen wir hier einmal dran. Ja, da muss ich jetzt einmal kurz schauen, wie das hier aussieht. Aber ich mache das erstmal hier sauber und dann können wir es auf jeden Fall besser gucken. Auf jeden Fall sehe ich hier schon an der Seite, wie das hier so eingeklipst ist. Und das Ganze hier auch. Hier ist zum Beispiel so ein Clip, der das hier festhält. Gut, machen wir erstmal sauber. Ist, glaube ich, easier, dann entsprechend weiterzumachen, damit man sich die Finger auch nicht so dreckig. So, einmal kurz sauber. Und ich habe jetzt gerade schon irgendwie eine Vermutung beim Saubermachen gehabt. Hier ist so ein Clip, so ein Blindstopfen, den man hier rausnehmen kann. Und ich vermute, dass genau hier drunter eine von den Schrauben sein wird. Das heißt, wir können uns sehr wahrscheinlich sparen, den ganzen Windlauf hier auszubauen. Das freut mich ungemein auf jeden Fall. Deswegen nehmen wir uns jetzt hier mal Werkzeug. Gerade schon geguckt, das ist hier auf jeden Fall 13. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwo reinkommen. So. So, auf jeden Fall ist da eine Schraube, die haben wir jetzt gelöst. Jetzt habe ich mir gerade nämlich schon mal was vorbereitet auch. Und zwar, dass uns die Schraube nicht wegfliegt, haben wir hier so ein bisschen manipuliert. 13er Nuss, bisschen hier Affenscheiße rein und dann hoffen wir mal, dass die Schraube hier drin kleben bleibt. So, und da haben wir die erste Schraube schon raus. So, das spart uns natürlich mindestens irgendwie 10 bis 15 Minuten hier die ganze Geschichte. Das ist schon mal gut. Jetzt mache ich direkt schon mal die nächste Seite. Dann haben wir das schon mal aus dem Kopf. Schrauben natürlich irgendwo schön zusammenlegen, dass ihr die auch mal wiederfindet. Zum Beispiel hier in so eine magnetische Schale. Klar, Plastik hält natürlich nicht, aber die Schrauben, die bleiben dann wenigstens an Ort und Stelle. Jetzt gehen wir mal kurz auf die andere Seite. Wir machen hier immer das Gleiche. Schön hierbei ist natürlich, das Auto hat nicht viel gelaufen. Dementsprechend sollten sich alle Verschraubungen auch gescheit lösen lassen. So, Schraube raus. Packen wir auch einmal beiseite. So, und können dann halt schon weitermachen. Hier im Prinzip diese beiden Bleche auf beiden Seiten einmal rausschrauben. So wie es aussieht, ist alles 13. Das heißt, es ist alles hier kein Riesenthema. So, das ist hier wahrscheinlich so eine Verstärkung bzw. so eine Domverstrebung.
weil die ja genau auf die Spritzwand, also vom Federdom auf die Spritzwand geht. Das soll wahrscheinlich einfach nur versteifend wirken, auch aufgrund der Form, die dieses Blech hier hat. So, und dann haben wir das Ding hier so einfach beiseite und gut ist. So, dann kommen wir später auf jeden Fall gut an die beiden Schrauben dran. Das gleiche natürlich entsprechend einmal auf der anderen Seite. So, hier auch alles raus. Und das ist hier tatsächlich einfach nur eine Schraube. Und die können wir hier so liegen lassen. Die Schrauben entsprechend hier alle rein. Und gut, das heißt, wir haben jetzt hier erstmal soweit von oben alles vorbereitet. Von oben alles vorbereitet. Die beiden Schrauben hier lassen wir jeweils pro Seite drin und können jetzt so gesehen von unten weiterarbeiten. Das heißt, Auto einmal hoch und Räder runter. Machen wir in der Höhe, machen wir jetzt einfach nur die Motorhaube zu. So, das müsste jetzt eigentlich reichen. Einmal in die Sicherheitsposition. So, und so kommen wir eigentlich an alles ziemlich gut dran. Ja, das heißt hier Federbein. Man sieht es hier schon anhand der Wassertropfen, dass das so ein bisschen ölig ist. Das sieht man gleich besser, wenn wir den ausgebaut haben. Also wie gesagt, hier Koppelstange wahrscheinlich runter, Spurstange. Und dann können wir das Federbein aus dem Radlagehäuse rausziehen. Dafür jetzt, wie gesagt, erstmal Rad runter. So, einmal Rad runter. Seite. So, dann sehen wir hier schon alles, wo wir quasi dran müssen. So, mal hier zur Sicherheit mal alles sauber einmal. Mutter von der Koppelstange, hier unten ist die Spurstange. Und hier entsprechend die Klemmschraube vom Radlagehäuse. Ja, wichtig ist, dass das Gewinde halt gut sauber ist, weil oftmals ist es dann so, wenn man hier dann die Mutter löst, dass sie sich dann halt durch Dreck verkantet und die nicht weiter gelöst werden kann. Hier ist es noch nicht das Problem, das geht dann schon irgendwie, aber zum Beispiel bei der Koppelstange ist dann das Problem, dass sich dann anfängt, das Gewinde mitzudrehen und das wäre halt nicht so cool. Auch wenn es hier jetzt eigentlich in dem Fall geht, weil wir hier zum Gegenhalten einen Imbus drin haben, deswegen sollte das alles kein Problem sein. Im Speziellen sowieso nicht, weil das Auto halt echt wenig gelaufen hat. Das heißt, wir haben kein Problem mit Korrosion oder ähnlichem an den Bauteilen. Was natürlich alles raus muss, ist hier der ABS-Sensor. Dann entsprechend hier der Bremsschlauch. Da müssen wir die Klammer hier rausnehmen und das alles dann irgendwie beiseite legen. So, und dann müssten das hier 17 oder 19 sein. Hier sehen wir, ein bisschen Rost hat er angesetzt. Die machen wir auf jeden Fall sauber, die Schraube, bevor wir die wieder einbauen.
So, dann noch die Spurstange raus. Zack, 3-4 Mal geschlagen. Schön von der Seite aufs Radlagehäuse. Und dann hat sich das hier schon gelöst. So, dementsprechend haben wir hier jetzt eigentlich schon alles los. Jetzt von hinten gehen wir mit einer mit so einem Klemmwerkzeug, mit so einem Spreizer ran. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier zwei verschiedene, einmal so einen kurzen und einmal so einen etwas längeren. Der kurze ist von der Spreizung her breiter. Den probieren wir als erstes mal aus. Ja, das müsste passen. Und einfach nur einmal um 90 Grad drehen, dass er hier so ein bisschen das Radlagehäuse auseinanderspreizt. Und dann ist das eigentlich schon relativ easy. Jetzt müssen wir nur das Radlagehäuse nach unten schlagen und gucken, ob das Federbein rauskommt. Ich habe jetzt gerade gesehen, wir kommen gar nicht so weit runter mit dem Ding, weil der Querlenker hier unten schon an das Blech hier dran kommt. Das heißt, wir müssen doch noch einmal wenigstens den Querlenker ausbauen. Ist aber auch nicht das Riesenproblem. Hier sind halt zwei Schrauben und von unten eine Klemmschraube am Radlagehäuse, die dann auch noch eben raus und den Querlenker eben rausnehmen. So, Querlenker ist jetzt raus unten. Jetzt können wir von oben wieder das Radlagehäuse mal runterschlagen. So. So, ein bisschen runter. So. Und dann haben wir hier schon. So, und dann haben wir hier den Stoßdämpfer. Den können wir jetzt oben einmal abschrauben und dann einmal nach unten hin rausnehmen. Ich mache das jetzt so, ich lasse das jetzt hier so drauf liegen, das Radlagehäuse. Nehme jetzt einfach eine Leiter und mache das jetzt mal eben von oben. So, jetzt muss ich mal hier festhalten. Ich habe jetzt noch eine Schraube drin. So, und da haben wir den Stoßdämpfer einmal raus. So, hier haben wir den alten Stoßdämpfer. Hier habe ich die neue. So, jetzt muss ich natürlich nur gucken, was welche Seite ist. Das sieht aber hier schon ganz gut aus. Ja. So, auf jeden Fall hier schon mal die richtige Seite. Das sieht auch gut aus hier. Sieht alles hier von der Befestigung alles gleich aus. Von daher hier auch die Aufnahme für diese Gummikappe. Erstmal den hier zerlegen, das heißt hier einmal lösen, beziehungsweise vorher natürlich einmal mit dem Federspanner vorspannen. Das haben wir hier. Und da gucken wir einfach, welche von den Adaptern hier drauf passen. Das werden die hier sein. So. Dann baue ich das einmal zusammen und dann spannen wir das einmal. So, wir haben jetzt im Endeffekt hier mal mit dem Federnspanner vorgespannt, sodass uns die Feder nicht abhauen kann. Und ja, im Endeffekt gilt es jetzt einmal hier die Mutter zu lösen. So, neuer Stoßdämpfer, alter Stoßdämpfer, wo war der jetzt hier? Da sieht man hier oben schön, dass er da überall ölig ist. Na, dementsprechend kommt er natürlich nicht durch die Untersuchung. Sehen wir mal jetzt direkt den neuen rein. So, da müsst ihr genau, da müsst ihr beachten, hier ist zum Beispiel bei dem Qashqai so eine Gummiunterlage, die muss genau hier rein,
mit so einem Nupsi unten dran, genau in das Loch hier. Und dementsprechend müsst ihr dann die Feder ansetzen, dass das unterste Ende hier genau gegen liegt. So, dann kann uns das hier schon zumindest nicht mehr abhauen. Ziehen wir die Mutter hier oben einmal fest. Dafür haben wir jetzt hier spezielles Werkzeug, wo man hier so durchstecken kann zum Gegenkontern. Das ist sehr praktisch auf jeden Fall. Und einfach bis zum Anschlag anziehen. So. Und Federbein ist hier oben fest und jetzt können wir wieder vorsichtig die ganze Geschichte entspannen. Immer darauf achten beim Entspannen natürlich, dass wir hier unten auch in diese Nut reinkommen. Und hier oben natürlich am Federbeinstützlager entsprechend anliegen. So, und Federbein ist fertig. Jetzt können wir es wieder einbauen. So, Stoßdämpfer ist drin. Ich habe hier die Schrauben schon festgemacht. Ich muss jetzt noch die beiden vom Querlenker wieder festschrauben. Wie gesagt, eine Seite ist 21 und die andere Seite ist 18. So. So, dementsprechend ist jetzt hier alles fest natürlich und ja, wieder Rad drauf. Von oben die eine Schraube muss ich noch festmachen, das machen wir jetzt gleich noch zusammen, aber hier unten sind wir jetzt soweit fertig, deswegen Rad drauf und gut ist. So, jetzt geht es darum, hier wieder die eine Schraube wieder reinzukriegen. Ich hoffe, das hält und fällt mir nicht ab, das wäre natürlich nicht so toll. So. Jetzt darum, hier wieder die Konsole zu montieren. Das ist ja recht easy. Natürlich den Deckel drauf. Die andere Seite noch. So, und damit wäre das Auto fertig. Also wie gesagt, alles relativ einfach bei dem. Zum Glück haben wir hier oben so einen Blindstopfen. Der Vorgänger hatte das, soweit ich weiß, nämlich nicht. Und da musste man wirklich den ganzen Windlauf hier ausbauen. In dem Fall halt, wie gesagt, wenn man ein bisschen Knetmasse oder sowas noch da hat, immer schön in die Nuss rein, damit die Schraube auch dran hängen bleibt.
dann kriegt man die relativ gut auch raus. Ne, das Ganze hat jetzt, ich glaube, pro Stunde etwa 1,5 Stunden ungefähr gedauert. Wisst ihr halt Bescheid, wenn er das macht. Mit Bühne natürlich. Ohne Bühne wird das ein bisschen komplizierter, auch aufgrund der Querlenker, weil die nach vorne rausgehen. Also die haben ja, Lager mit einer vertikalen Befestigung, keine horizontale Befestigung. Deswegen muss das Ding genau in den Motor, in den Aggregateträgerrahmen reingeschoben werden. Ist manchmal ein bisschen tricky. Deswegen eigentlich Bühne und zumindest ein Hilfsarm. Hier so eine Hydraulikstempel ist auf jeden Fall ziemlich praktisch bei so einer Arbeit. Ja, komisch trotzdem, dass der eine Stoßdämpfer tatsächlich undicht ist. Aber wie gesagt, Auto ist aus der Garantie raus. Und da jetzt wegen, ich glaube, die Teile haben jetzt 160 Euro gekostet, beide Stoßdämpfer von Monroe. Da kann man nicht meckern, da braucht man jetzt nicht wegen Kulanz oder so, sonst was. Zumal man wahrscheinlich sowieso eine Selbstbeteiligung hätte bei so einer Kulanzarbeit. Und weil ich weiß, ein Stoßdämpfer bei Nissan kostet, ich glaube, 190 Euro plus Steuern. Ne? Das heißt, man ist für zwei Dämpfer ist man da schon so 450 Euro los, plus Einbau natürlich in der Werkstatt. Und wenn die dir jetzt 50% noch Kulanz geben, ja, das rechnet sich dann einfach nicht mehr. Ne? Deswegen lieber selber machen. Oh, da weiß man auch, was man gemacht hat. Und ja, kann auf jeden Fall zufrieden sein. So, ja, Motorhaube zu, Auto wieder raus. Und damit wären wir für heute durch. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Kommentar da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt bislang. Würde mich sehr freuen. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.